So, Leute. Kindred mit Gehirn. Runde 2. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Also, ne, wir werden diese Runde komplett wieder stacken, wie man das stacken muss. Das heißt, wir fangen mit Machiti, Machiti an. Diesmal fangen wir mit einem geileren Start an. B-Mod spielt Akali. Also, lasst uns überlegen. Markieren wir Warwick als erstes? Grundsätzlich hätte ich gesagt, nein, aber er ist halt schon der Jungler und das, wir uns kloppen es hoch. Also, wir schreiben mal, Zilean, can you word bot pixel brush? Das ist halt echt eine gigantische Hilfe. Hier. Und den worden wir gleich. Weil wann kommt man eigentlich diese extra Smiles, die zu dir passen? Da musst du Sub bei mir sein. Ja, das muss ich bei Twitch einstellen wahrscheinlich, ja. Oh, die wollen... Ja, dafür könnten wir eigentlich auch gehen. Vor allem, weil die gerade bei uns sind. Wobei, es kann sein, dass gleich Darin hier vorbeikommt. Und ich starte halt ohne Red Buff. Das ist nicht very geil. Aber es ist annehmbar geil. So, dann gönnen wir uns mal. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Urgot kann auch ruhig gerne eintanken. Aber ihr müsst auch selber mal ein bisschen tanken. Selbst wenn ich Fernkämpfer bin, damit er Bock hat, mir mehr zu helfen. So. Lol, er wollte noch einen Auto-Attack machen, oder was? Ja. Hä, was? Bruder, was machst du? Eigentlich könnten wir den direkt battlen, aber ist okay. Ist halt nicht so ultra-optimal. Die Frage ist, ob er... Okay, er geht für meinen... Wir müssen jetzt straight darüber gehen. Straight darüber gehen. Leute! Go, 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 go. Deswegen haben wir das Ding hier. Ihr müsst nur Gas geben. Oh, Mann. Okay, er haut ab. Das ist okay. Das ist jetzt very okay, weil... Weil das very okay ist. Wir haben nur keinen Red Buff, deswegen müssen wir aufpassen. Aber das ist mein Stack. Das wäre mein Stack. Later! Und hier ist direkt der zweite. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hatte noch nie so viel 2 Stacks. Das ist das schönste Gefühl in meinem Leben, glaube ich. Give it to me, baby. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Mit gewaltigem Gehirn den Gegner. Bruder, der outplayt mich hier gerade. Sache Mai. Eigentlich müsste ich jetzt noch den Topside-Taunty nehmen. Machen wir auch, oder? Machen wir auch. Aber ich weiß, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das klug ist. Aber das Contest. Ich glaube, er kommt jetzt hier. Und B-Mod, wir können erst da. Wir könnten das rein theoretisch contesten. Wir markieren mal Soraka. Er hat keinen Red Buff. Rein theoretisch muss ich das fighten können. Geh weg jetzt. Geh weg, Bruder. Oh, no. Wieso können wir das hier nicht contesten? Der hat nicht mal Red Buff, der Mann. Also, das war jetzt echt unnötig. Das hätte echt besser klappen können, wäre jeder. Aber Urgot war halt nicht da. Ich glaube... Aber er hatte Teleport. Ne, er war da, weil er ist noch nicht shoppen gegangen. Naja. Naja, wir haben immer noch beide Buffs. Die müssen wir jetzt nehmen. Das hätte besser klappen können. Müssen. Aber, ich meine, immerhin hat Urgot 2-0, ne? Das ist ja auch nicht all bad. Und er kommt weg. Zwar mit Teleport, aber er ist weg. Oh, das war knapp. Ja. So, gönnen wir und wir müssen jetzt erstmal Red Buff wieder gönnen, Leute. Erstmal holen wir uns Red Buff und dann müssen wir scheißen jetzt auf den Stack hier hinten, denn wir holen uns jetzt erstmal unsere Buffs. Wobei die Chance relativ hoch ist, dass Warwick jetzt Botside Jungle geht. Die Vögel sind ready, die der aber nicht cleared und die Golems sind da. Die Chance ist ja Golems mal, aber... Ah, er sieht mich jetzt. Scheißendreck. Da habe ich jetzt... Ah, okay, nee, das lassen wir. Das ist zu gefährlich. Es gibt eine Regel. 3 Sekunden, nachdem ich von einem Pink Ward gespottet werde, sterbe ich. Wir gehen erstmal unseren Blue Buff holen. Wir scheißen auf den einen Stack. Ein bisschen XP in der Mitte leechen. Kann man auch machen. Es kann sogar sein, dass Warwick gerade hier ist, weil er ist nicht bei seinem Grump. Okay, ich dachte schon, der wäre weg. RIP. RIP. RIP, 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 RIP. Eigentlich wollte ich auch noch die Crux clearen, aber diese Runde war Jungle-Routen-mäßig ein bisschen schwierig, hätte ich gesagt. Ich meine, ich habe jetzt erstmal einen Blue Buff gemacht. Aber ist okay. Es ist okay. So, wir könnten Botlane ganken. Wir sind ja jetzt auch Ganklord.
Na, okay, Botlane kommt sogar klar. Grump ist immer noch da, der Stack. Ich bin aber hier, Bruder. Er darf jetzt nur nicht, ich habe leider keinen Stack bekommen, weil ich Soraka markiert hatte, aber es ist fein. So, jetzt müssen wir gucken. Er hat jetzt das Ding geklärt, den hier. Das heißt, der nächste spawnt jetzt bei den Vögeln in 40 Sekunden. Okay, nee, die hat er auch gemacht, aber okay, dann spawnt er bei Taunty. Hier wird es spawnen. Den müssen wir jetzt contesten, müssen wir. Okay, der ist weg, den wird das meinten. Ach, der spawnt gar nicht mehr in Taunty, ich bin blöd. Oder doch, doch, oder? Ich, bei 3 geht es, glaube ich, noch. Na, scheiße. Aber dann nehmen wir den. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Also, wenn er dafür sterben will, dann nehme ich das an. Das ist ein... etwas, was ich annehme. Das ist okay. Das ist fein für mich. Das ist very fine. Jetzt nehmen wir noch die Crux. Das ist okay. Nee, ich hatte keine 350 Gold mehr, oder? Hatte ich nicht, glaube ich. Ich wollte noch Schuhe kaufen. Ich glaube nicht, dass ich noch Gold hatte. Ich hatte das vielleicht, nachdem ich ein Camp geklärt hatte. Nach dem Blue Buff hatte ich 350 Gold. So. Guck mal, 2 und 4 ist doch soweit schon ziemlich fein. Stacksmäßig hätte insgesamt geiler sein können. Aber ist okay. So, das nächste Stackcamp landet. Das ist jetzt die Frage. Hier. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wann er die Vögel geklärt hat. Das ist das Problem. Wenn ich das wüsste, wären wir viel, viel weiter. Aber ich weiß es nicht. I don't know. I don't know. Deswegen würde ich jetzt einfach... Deswegen würde ich präventiv... Okay, er hat die doch, die Vögel. Okay. Bist mit 43 aus der Welt? Ja, okay, GG. Ja, okay, GG. Normalerweise musst du halt instant beim Stack sein. Das ist halt viel, viel geiler, als wenn du erst losläufst jetzt zum Stack. Ne? Jetzt zum Beispiel der hier ist... Deswegen ist dieser Stack boosted und deswegen werden wir uns den wahrscheinlich nicht gönnen. Wir ganken jetzt einfach Botlane. Wobei, man kann jetzt aber sagen, guck mal, pass auf, wir gehen jetzt auf 500 IQ, Leute. Warwick wird jetzt das hier machen, weil er sieht, da ist ein Mark drauf. Sobald das Camp geklärt ist, geht es nach 10 Sekunden. Jetzt ist es, hat das geklärt. Wir haben jetzt 40 Sekunden Zeit, bis der Gromp markiert wird. Und dann gönnen wir uns den Gromp. Ich weiß, also, der Gromp ist aber, glaube ich, noch nicht da. Das ist das Problem. Potenziell. Deswegen müssen wir jetzt einfach in der Botzeit näher sein. Topzeit meine ich. Das heißt, wir könnten auch für den Darius-Gang gehen, können ihn also direkt markieren. Okay, der wird jetzt gleich markiert werden. In der Zeit bleiben wir oben. GG. GG. Zack. Und jetzt können wir Toplane direkt ganken. Perfekte. Jungler mit... Ich habe leider keine Skills ready. Jungler mit Gehirn, ohne Skills. Aber Sache Mai, sage ich da, Leute. Sache Mai. GG. So, hallo Unfuckimi, grüß dich. Jetzt gehen wir uns den Tower noch. Jetzt gehen wir uns den Tower. Ja, wenn man mal ein bisschen mit Gehirnkindel spielt, dann ist es gleich was ganz anderes. Heilige Makrele im Himmel des Jordans. Jetzt haben wir leider kein Mana mehr. Leider kein Mana mehr. Okay, das reicht. Ich bin... ich habe halt überhaupt kein Mana, Bruder. Ich mach ganz guten Damage, aber... Bruder, du tankst. Er tankt die ganze Zeit. Er sieht das, glaube ich, gar nicht. Sagen wir uns raus, wir haben kein Mana mehr. So, was markieren wir? Wir werden jetzt, glaube ich, Botlane als nächstes ganken. Immer so Raka markieren. Eigentlich sollte ich noch Red Buff nehmen. Weil... So, wir haben jetzt 4 Stacks. Das hier wird das, also jetzt, Es ist sehr wahrscheinlich das hier jetzt, was markiert wird. Es könnte aber auch der Red Buff sein. Ich weiß nicht, ob er ihn geklärt hat, aber auf jeden Fall Botzeit. Aber man muss ja auch nicht immer alle Stacks mitnehmen, ne? Aber man, ich meine, damals war es ja so, dass es richtig lange gedauert hat, bis er markiert. Mittlerweile geht das ja richtig flott. Das heißt, wenn man Camp geklärt wird, nimmst du halt das nächste. So, jetzt gehen wir im Shoppen. Ich habe jetzt Red Buff noch genommen, weil ich jetzt halt shoppen gehe und dann Botzeit gehe. Dann muss ich nicht wieder Topzeit laufen für den Buff.
Nehmen wir das mit, nehmen wir das mit und nehmen wir das mit. Gehen wir Rune King? Ich glaube, wir können... Oder gehen wir Rapid Fire? Oder gehen wir Black Cleaver? Ich glaube, gegen die wäre Black Cleaver ganz okay. Aber wir gucken mal. Ich glaube, der Boobs-Command braucht einen höheren Cooldown. Niemals. 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 Niemals, 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 niemals. So, schnappen wir uns den ja. Le Makrel, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. So. Wir sind auf der Bot-Side auf jeden Fall. Hier, guck mal, der Warwick, der committet immer komplett für die Taunties. Ich weiß nicht, ob das so worth ist, was der Bruder immer macht. Wir gehen jetzt einfach... Soll ich ihm helfen hier in der Mitte oder nicht? Weiß ich glaube, wir gehen einfach Botlane ganken. Naja, Stacks sind cool, aber... Ich glaube, wir gehen jetzt einfach für den Botlane gank. Oder für den Dragon. Dragon wäre auch cool. Ja, dann machen wir den Dragon. Dragon ist in Ordnung, das geht. Nur bräuchte ich ein bisschen Assist... Ja, Alter, dafür ist das Attack Speed Jungle Item halt. Alter, wie viel Schaden mache ich dem denn bitte? Oh, ich habe Fails smited. Wie viel Schaden ich dem Drachen mache, das ist ja absolut gigantonisch gewesen. So, Leute, wir gehen jetzt wieder auf 300 IQ. Er wird da jetzt direkt hinrennen. Oh, muss ich clearen. Und wir klauen ihn jetzt entweder... Oh, das ist gar nicht schlecht. Und Stack. Und wir klauen ihn entweder seinen Red Buff oder nehmen die Golems, die dann danach markiert werden. Eins von beiden. Ja, guck mal, er hat die Wölfe direkt gemacht. Wir nehmen jetzt beides. Das hier. Mit dem Marx kannst du die Gegner halt eigentlich im Prinzip denken, die Gegner würden dich kontrollieren. Aber eigentlich kannst du sie halt komplett verarschen damit. Okay, Golems sind nicht da, ist schade, aber das denke ich trotzdem okay, weil wir haben seinen Red bekommen. Die Gegner denken halt, boah, ich muss den unbedingt haben, den Stack. Und dadurch weißt du halt sofort, wo der Gegner ist. Aber er hat die Wölfe noch nicht geklärt. Weil wenn die geklärt werden, 10 Sekunden danach geht das Mark weg und das ist immer noch da. Aber er war zumindest oben in der Nähe. Wir können hier Botlane diven potenziell. Da war ein Ward, aber... ne, machen wir erstmal das Ward. Es gibt immer noch die Regel. 3 Sekunden danach sterbe ich. Immer... Das, oh, das habe ich nicht geklärt, oder? Aber ich glaube, der Wolf gibt Vision, oder? Aber nur, wenn er da drin ist wahrscheinlich. Ja, ob das jetzt worth war, weiß ich nicht. Der wird gleich seine Bombe werfen. Gott. Oh Gott! Ja! Oh mein Gott! Oh, bitte! Bitte, 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 bitte! Alter, unsterblich einfach! Also irgendwie. Irgendwie unsterblich. Thanks a lot! Thanks a lot, Leute! Thanks a lot! So, Blue Buff ist markiert, den gönnen wir uns direkt. Bada, 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 bada. Oh shit, das wird der jetzt, aber den kriegen wir ja wohl, oder? Guck mal, er haut direkt ab, er payt schon komplett Respekt. Er payt einfach komplett Respekt. Wieso komme ich da nicht hinterher und wieso mache ich so wenig Schaden? Ist Darius hier? Weiß man nicht, kann sein. So, wir markieren mal Warwick wieder, weil der feedet ganz ordentlich rein. Nehmen noch im Crux und dann gehen wir shoppen. So, ich glaube, ich habe ich das Vögelcap einmal gemacht? Ich glaube, ein paar. Da sind noch ein paar stehen da noch, oder? Ich glaube, ich habe das nicht komplett geklärt, oder? So. Was kaufen wir jetzt? Ich glaube, wir gehen dieses Game, weil wir so gut im Game sind. Also jetzt, das ist halt immer eine schwierige Argumentation, finde ich. Beim Itembild bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen unsicher. Man kann halt sagen, weil ich so gut im Game bin, kann man halt echt auf Crit gehen, weil die Argumentation ist hier, Crit-Items sind so schlecht einzeln, dass man sagt, okay, ich bin so gut im Game drin, dass ich die Chance habe, zwei zu kaufen. Ich weiß nicht unbedingt, ob das so krass sinnvoll auf Kindred ist, aber das muss man mal ausprobieren. Aber man könnte halt auch sagen, ich bin so krass im Game, dass ich mich noch krasser mache, wenn ich mir jetzt ein krasses Item kaufen würde. Zum Beispiel Rune King oder irgendwas, was böllert, weil Rapid Fire böllert überhaupt nicht. Also so überhaupt gar nicht. Außer, dass ich 12.000 Attack Damage, Attack Speed habe. Ja, ich mache das später, Stopplein, das ist jetzt nicht so wichtig.
Das werde ich schon wo finden. Aber danke dir. Aber so dringend ist jetzt auch nicht. So, wo gehen wir hin? Wölfe? Wölfe, 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 Wölfe. Die sind wahrscheinlich eh weg. Ich würde sagen, wir gehen für Midlane. Warwick kommt gerade. Warwick ist under the way. Ich habe leider keine Ult, sonst würde ich für den Dive gehen. Aber ohne Ult ein bisschen gefährlich. Wubuff ist noch da, den snacken wir uns ganz fix. Deine E-Skill lebt mit Crit. Stimmt, das haben die irgendwann mal gemacht, ne? Stimmt. Guter Punkt. Sogar, oh, da kommt man nicht rüber. Sogar ziemlich stark, ne? Wolf attacks critically strikes for 50%. Das ist sogar echt nicht bad. Das haben die mal geändert. Stimmt. Gar nicht so bad. Machen wir mal eben Rabbit Fire fertig. Hallo Pommel, wunderschöner guten Tag. Deine W-Skill hält doch mit Attack Speed. Mit Attack Speed? Du meinst mit Crit. Oder nee, mit, hä, was, wo scaled denn die W mit Attack Speed? Bin ich blöd? Ne, mehr Attack Speed, mehr davon brauchen wir glaube ich nicht. So. Mit Attack, achso, du meinst, weil der Wolf greift ja öfters an. Attacks. Ja, okay, ja, okay. Das sind alles Dinge, die habe ich schon mal irgendwann gelesen, aber, ne, so, ne, naja, okay, der Wolf-Attack, die, ja, das ist schon okay. Ne, ja, das geht klar. Ne, ja, das geht schon klar. Guck mal, der greift jetzt öfter an und unsere E-Credit. Wunderschön. Und da ist ein Inferno Dragon und da kommt ein Aralt. Wie viele Stacks haben wir? 6. Das hätte mehr sein können, ist aber nicht ultra bad. Dafür, dass wir 3-1-5 sind, ist es okay. So, da ist Warwick. Den brauche ich für den Stack, bitte. Der stirbt ja wohl, ja. So. Der ist auch tot. Ich würde sagen, wir gehen einfach straight für Inferno Dragon. Ich muss unbedingt dran denken, dass ich das Ding... Guck mal hier, der Dragon Damage ist echt saugut, Leute. Hallo? Was ist das für ein Dragon? Ich finde den echt krass irgendwie, keine Ahnung. Nur meine Smites sind nicht so krass. So, das ist jetzt der letzte Stack, den wir bekommen von Monstern. Also von so kleinen Scheiß-Monstern. Ja, merci. Aber wir haben, glaube ich, haben wir einmal Soraka getötet? Ja, bestimmt. Sie ist 1,5, aber... Schon wohl, oder? Schon wohl, oder? Bada, 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 buh. Bada, buh, bada, buh, bada, buh, bada, buh, bada, buh. Ja, okay, da sind wir, glaube ich, lieber raus. Schade, ich dachte für einen Moment, das wäre cool, wenn die mir hinterher springen würde, aber es ist wahrscheinlich zu greedy. Also jetzt kriegen wir nur noch von Dragon und Baron. Das ist halt ein bisschen, also da hätte man, glaube ich, sagen können, hey, wenn man jetzt wirklich für die Max-Decks gehen würde, hätte man sagen können, okay, wir warten, bis der Dragon markiert wird und dann nehmen wir den Dragon für den Stack. Aber beim Inferno Dragon würde ich halt wirklich sagen, einfach nehmen, ne? Bevor da irgendwas... Ne, einfach direkt straight up wegnehmen. Bevor da... Wäre das jetzt ein Ocean Drake oder ein Air Drake gewesen? Den wollen die Gegner eh nicht so meistens haben. Da hätte man echt warten können. So, jetzt holen wir uns noch im Darius, würde ich sagen. Der ist noch hier. Lol, der ist... Ach, da oben, lol. Alter, kann ich bitte den Tower den angreifen, Alter. Heilige, das war schon wieder... Da habe ich den Tower ein-, zweimal angegriffen, oder nicht? Ich glaube, das hätte ich... Ja, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das hätte ich überlebt. Der hat echt wenig Damage, aber... Müssen kein Risiko eingehen. So. Das mit dem Crit ist halt wirklich interessant, dass die E halt damit skaliert, ne? Ich glaube, sonst wäre Crit wahrscheinlich wirklich super bad. Die Frage ist, wie viel, wenn man das jetzt in Damage rechnen würde, ist es wert? Das weiß man nicht, das weiß niemand. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel plus, also Wolf's Attack Critical Strikes for 50% Increased Damage, wenn der Gegner unter 37% Leben ist. Was schon... Ich meine, okay, wenn der Gegner unter 37% Leben ist, dann böller ich den meistens wahrscheinlich eh komplett aus dem Leben. Aber...
Das Problem ist natürlich, ja, okay, jetzt muss man sagen, ne, der Wolf macht halt nur 35 plus 12 Schaden, wobei jetzt macht er 40 plus 12. Das heißt, der Wolf macht so wenig Damage, dass es wahrscheinlich komplett uninteressant wäre, mit dieses Crit da reinzugehen, weil wir halt kein AD haben. Man müsste mal so ein One-Wolf-Shot-Bild machen, wo einfach Full AD, ich glaube, das probieren wir irgendwann mal aus, wenn ich Kindred Ultra OTP bin. Einfach nur Full AD, nichts anderes, so dass der Wolf mit dir mit einem Biss 700 Schaden macht. 800, 900, 1000. Und, mit dem Bild können wir halt richtig gut Baron clearen. Also Rune King wäre noch gut gewesen. Wir haben keine Ult, ist ein bisschen greedy. Ich weiß nicht, ob wir für sowas gehen. Lieber nicht. Komm, wir können einfach Baron rushen, ganz ehrlich. Ich glaube, ich mache dem super viel Schaden. Naja, aber der macht zwar nicht viel Schaden, aber greift halt super oft an, weil wir halt richtig viel Attack-Speed haben. Ich mache jetzt halt nicht so viel Schaden, weil ich den tanke, aber ich glaube, ich mache immer noch ganz okay Damage. Eigentlich sollte er tanken. Ja. Am besten tankt Yokai einfach. Das macht sogar noch mehr Sinn. Du Gott macht Double Kills in der Zeit. Das passt. So. Ich glaube, ich habe noch heute nicht einmal beim Smiten geguckt, wie viel mein Smite macht. Sollte man eigentlich mal machen, aber es war jetzt nicht so dringend. So, ein bisschen Kaffee. Ach stimmt, die W macht auch noch Current Life. Na, das kommt auch noch dazu. Ne, dann. Deswegen ist der Text wieder auch so gut. Der macht halt jedes Mal mit einem Biss Q und Life Damage. Ne, und wenn der. Also, das ist schon. Das ist schon alles. Das sind schon alles verrückte Dinge, Leute. Das war doch schon nice. Das war very, very nice Runde. Very nice Runde. Schön. Schön, schön, schön. So kann das gerne weitergehen. I like.